Na gut, also wir sind hier raus, das heißt wir können jetzt zu diesem Auge der Erde oder wahrscheinlich hier irgendwo durch zum Tempel des Mondes. Was haben wir hier noch? Nix, da ist die Barriere, da waren wir schon drin. Oh, das sieht auch ein bisschen so aus, als wenn man durch die Barriere durch könnte hier hinten hin. Vielleicht haben wir da am Anfang irgendwas übersehen. Na gut. Haben wir hier Auswahlmöglichkeiten? Nein, wir können nur geradeaus. So, hier geht's zurück. Ja, auch keine Auswahlmöglichkeit, also geradeaus. Einen gewundenen Pfad entlang in eine Sackgasse? Ne, da geht's lang. Also immer noch keine Auswahlmöglichkeit. Er bleibt echt an komischen Ecken stehen. Und jetzt bin ich durcheinander, wo wir schon waren, wo wir herkommen. Da lang? Ne, hier waren wir eben schon. Also, wir gehen hier lang. Dann links rum. Ne, da kommen wir zurück. Da lang. Boah, ist das unübersichtlich. Da ist ein Wasserfall. Soll das da darstellen? Dann geht's da lang zum Wasserfall oder zurück. Okay, gehen wir erstmal Richtung Wasserfall. Dieser Wasserfall könnte das letzte Symbol des Lebens an einem Ort wie diesem sein. Er hat die Lippen nicht bewegt. Und hinter dem Wasserfall ist natürlich ein Dungeon. Das ist jetzt kein bisschen klischeehaft. Nein, nicht doch. So, gucken wir mal. Sieht ein bisschen so aus wie der Baum. Oder das Wurzelwerk vom Baum. Aber es hat andere Texturen. Das ist doch schon mal schön, dass die da nicht einfach Copy-Paste benutzt haben. Aber wo sind wir jetzt? Sind wir im Auge des Dingens? Nö. Wasserfall, geheime Höhle. Also ist es ein optionaler Dungeon? Das wäre ja mal schick. Obwohl, so geheim war das Ganze ja nicht wirklich. Also wenn es jetzt in irgendeiner Seitenecke gewesen wäre, aber der Weg führte da genau drauf zu. Und man hätte links abbiegen müssen, um weiter zum nächsten Dungeon zu kommen. So, eine Schlafrolle und ein verhüllter Mann. Nehme ich zumindest mal an, dass es ein Mann ist. Ich will euch nichts antun. Warum sagt ihr das? Es schien, als wolltet ihr euch verstecken, weil ich euch erschreckt habe. Ich bin eher überrascht. Zuerst dachte ich, ihr gehört zu den Leuten des Kriegsherrn. Habt ihr euch darum vor den Leuten des Kriegsherrn versteckt? Ja, denn ich wollte nicht, dass sie etwas Bestimmtes finden. Aber da ihr mich gefunden habt, können eure Absichten nicht böse sein. Hey. Euer Geist und euer Wille sind stark. Ich danke euch, denn ich bekomme nicht oft Komplimente von schattenhaften, sich versteckenden Gestalten. Humor habt ihr auch noch. Ja, die Heere des Kriegsherrn sind hier vorbeigekommen. Einst wuchsen hier Blumen der Sonne entgegen. Doch jetzt erwartet nur noch kahler Fels die Nacht. Ich konnte sie nicht aufhalten. Dann muss er wohl ein mächtiger Magier sein oder dergleichen. Was hättet ihr denn gegen die Leute des Kriegsherrn ausrichten können? Es war eher eine vage Hoffnung. Ich bin nicht völlig unbeschlagen. Ihr seht mir nicht wie ein Krieger aus, mein Freund. Handelt es sich um Magie? So ist es. Erlaubt mir, euch einen meiner besten Zauber zu lehren. Gerne doch. Ich bin gerne bereit, einen Zauber von euch zu lernen. Ja, das seid ihr. Ich werde euch Fontäne sengenden Dampfes lehren. Nun passt gut auf. Ja, schön. Noch ein Angriffszauber, den wir nicht benutzen können. Achtet gut auf euch. Die Leute des Kriegsherrn werden nicht für alle Zeiten siegreich sein. Glaubt stets an euch. Ihr könntet recht haben. Gut, gucken wir uns jetzt auch mal kurz an und dann war es das wohl auch schon mit diesem Mini-Dungeon. Ne, das war der falsche. Da.
Disziplin des Wassers, da haben wir schon mal gar keine Punkte drin. Dieser Zauber erzeugt ein Erdbeben, worauf sich kleine Erdspalten öffnen, aus dem Sengender Dampf hervorkommt. Alle Kreaturen und Gegner, die sich in diesem Gebiet befinden, erleiden Schaden. Ja, schön. Für uns also unbrauchbar. Schade, schade. Na gut, gehen wir nochmal weiter zurück. Und dann müssten wir jetzt gleich rechts rum, glaube ich. Also wenn Kreuzung wiederkommt. Da geht es zurück zur Felsenfestung. Das wollen wir nicht. Wir wollen da lang. Und dann wahrscheinlich zum Tempel. Keine Auswahlmöglichkeit. Okay. Hier haben wir eine Wahl. Oh, sogar ganz viele Wahlen. Wahlmöglichkeiten. Also wir stehen wohl gerade hier. Wir können entweder nach Westen zurückgehen Richtung Felsenfestung. Wir können nach Norden in den Tempel. Wir können nach Osten da wahrscheinlich hin. Und nach Süden Richtung Auge der Erde. Nehme ich jedenfalls mal an. Aber der Tempel sieht schön groß aus. Den gucken wir uns mal zuerst an. Zumal direkt dahinter wohl noch ein Dungeon ist. Obwohl, ganz kurz gucke ich mal nach Osten, ob da wirklich die Brücke ist. Und ob wir jetzt von dieser Seite aus darüber können. So, keine Auswahlmöglichkeit, okay. Und ja, hier ist die Brücke. Immer noch keine Auswahlmöglichkeit und... Boing. Gut. Naja, wenigstens hat er uns auch auf diese Seite nicht durchgelassen. Was gemein gewesen wäre, wenn er uns durchgelassen hätte und den Weg zurück versperrt. Aber naja. So, also sind wir jetzt wieder in der Kreuzung? Ja, ab zum Tempel. Ganz schön dekadent aus. Also hier können wir uns einmal drehen, aber nur die Statue angucken. Und die Statue angucken. Ha, na gut, rein da. Gleich ein Brief auf dem Boden. Leeres Pergament. Und es ist wirklich leer. Und eine fliegende Feder. Lass mich raten. Wir müssen das kombinieren. Was ist denn das? Eine Feder, die sich von selbst bewegt? Und selbst Papier erstellt? Das war vorher nicht da. Eine Feder muss ihre Aufgabe erfüllen. Willkommen im Tempel des Mondes. Ich wurde erschaffen, um Besucher zu begrüßen und jede Frage zu beantworten, sofern mir dies möglich ist. Leider verfüge ich zurzeit nur über einen begrenzten Pergamentvorrat. Achso, der hat sich einfach unser Stück Papier gekrallt. Ja, kann's nicht schreiben. Okay. Also halten wir mal die Urks. Eine Schatztruhe. Ein leeres Pergament, richtig? Ja, schön. Und noch irgendwas? Nö. Ah, die Schatztruhen hier sehen ja echt komisch aus. Also ist schön, dass sie extra Texturen dafür angefertigt haben, aber... Was zur Hölle ist das für ein Quietschen? Dem gehe ich erstmal nach. Bevor ich die Gesichter hier anspreche. Oh, noch eine Kiste. Ein Eisenmark. Federleicht. Federleichtes Eisen. Wer kennt es nicht? Gut, Gegner scheint dahinter zu sein. Dann geben wir ihm hier mal das Papier. Wo sind die Mönche dieses Tempels? Und die Mönche sind... Ich fürchte um meine Meister, denn ihr Schicksal ist schrecklich. Ein gewaltiges Heer erschien und mit ihm eine dunkle Macht. Zerwandeln die Mönche noch in diesen Hallen, so wie viele der Besucher unseres Tempels, aber sie wurden erst ihrer Körper und Seelen beraubt, um sie dann in der Gestalt von Monstern auferstehen zu lassen. Das kennen wir doch irgendwie aus der unterirdischen Stadt. Da wurden ja auch alle Einwohner in Monster verwandelt. Das scheint der Kriegsherr wohl zu mögen. Oh, warum ist denn die Tür von alleine aufgegangen? Das waren wir nicht, oder? Oh, da ist wohl ein Monster auf die Plattform getreten. Ey! Na komm, die bringen wir kurz um, dann gucken wir uns die
Gesichter an. Hier ist kein Monster. Au. Na. Okay, es ist kein Monster auf die Plattform getreten, sondern der doofe Stein. Na gut, was hast du zu sagen? Gesegnet seien unsere Besucher. Der Tempel des Mondes erwartet euch. Mögen euch Hoffnung, Heilung und Erleuchtung zuteil werden. Also ein Werbebanner. Gesegnet sei. Der andere auch. Gesegnet seien unsere Besucher. Ja. Na gut, dann passen wir den Stein jetzt mal ab. Müsste gleich vorbeigerast kommen. Und rennen jetzt hoffentlich irgendwo hin, wo wir auch abbiegen können. Ach du. Ja. Also die Designer hatten es echt drauf. Das ist mal ein komisches Ding. Also eine Ansammlung aus Tentakeln, Augen, Krallen und irgendwelchen Seelenfetzen. Mann, oh Mann. So, Kiste, Goldmünze, leeres Pergament, schön, schön. Auch wenn ich nicht wüsste, was wir jetzt noch fragen könnten. Also ich würde fragen, sind hier irgendwelche wertvollen Schätze, die uns gegen den Kampf, die uns im Kampf gegen den Kriegsherrn helfen könnten? Oder sowas in der Richtung. Oder können wir den Mönchen irgendwie helfen oder die Monster zurückverwandeln? Sowas vielleicht. Ja, erstmal sollten wir uns aber heilen. Dann können wir gleich zurück zur Feder laufen. So. Gucken wir mal kurz noch hier lang. Nur noch die eine Ecke. Ihr kennt das ja. Oh, noch so ein ekliges Ding. Aber wenigstens vergiften die nicht. Und allzu viel Schaden teilen die auch nicht aus. Also ist gut machbar. Gut machbar. Also ja, wahrscheinlich hätten wir echt zuerst hier lang gehen sollen. Was für eine interessante Statue. Interessant wäre nicht das Wort der Wahl für mich gewesen. Eher kurios. Aber na gut. Also da geht's nicht lang. Hier war irgendwo ein Teleporter. Der ist egal. Da gehen wir erst später rein. Hier ist eine Schatztruhe. Das ist doch gleich viel besser. Wäre ganz praktisch, wenn wir hier jetzt noch ein Pergament finden würden, weil sonst jedes Mal ein Pergament finden, zurück zur Feder, wieder ein Pergament finden, wieder zurück zur Feder, wäre ein bisschen zeitaufwendig. Ein Mana-Trank, ein Mana-Trank, ein Heiltrank. Das ist doch schön. Teleporter oder nicht Teleporter? Ach komm. Du bist jetzt A. Und ich hoffe mal, ich werde nicht weiter als D kommen müssen in diesem Dungeon. Okay. Hier ist dann A Ausgang 1. Und hier ist A Ausgang 2. Da ist B. Und hier ist auch B Ausgang 1. Ich habe erwähnt, dass ich Teleporter-Rätsel nicht mehr mag, oder? So, B ist weg. Das heißt, wir kommen nicht... Oh. Zurück wollte ich gerade sagen, aber wir können einfach hier durchgehen. Was haben wir denn hier? Ein Schlüsselloch. Und das sieht aus wie... ein blaues Ding. Markieren wir mal. Blaues Ding. Was hast du zu sagen? Mit Ehrerbietung und Respekt sollst du dich nähern. Dies ist die Kammer von Nobis Bonitatus, einem der drei. Einem der drei was? Heiligen? Na gut, schauen wir. Ey, ich hab dich gesehen. Genau du drückst hier wahllos irgendwelche Bodenplatten. So. Tot. Ah, schade, er hatte seine Hinterlassenschaften, drücken jetzt die Platte runter. Was ist mit dir? Eine Art Postament versperrt mir den Weg.
noch ein Teleporter. Du bist jetzt C. Aber ich will vorher erstmal gucken, was die Druckplatte da genau gemacht hat. Also, Teleporter ist immer noch da. Teleporter ist immer noch da. Zweiter Teleporter. Gucken wir mal, ob ein Stein reicht. Nö. Zwei Stein. Nö. Drei Stein. Nö. Ich muss mich wieder Nucky Dye machen. Nö, das will ich nicht. Nee. Das können wir später machen. So, erstmal wieder abspeichern. LP 48.